keine Mitbestimmung. Da wird der eigene Mitarbeiter offenbar schnell zum Feind. Und seine Interessenvertretung erst recht. Wie Betriebsräte bekämpft werden, damit beschäftigt sich die Hans-Böckler-Stiftung in einem Forschungsprojekt. Besonders rabiat gehen mittelständische Unternehmer vor. Da werden Kandidatinnen und Kandidaten für den Betriebsrat gekündigt. Da werden Wahlvorstandsmitglieder für die Betriebsratswahl gekündigt. Einschüchterung ist bei noch nicht bestehendem Betriebsrat das Top-Thema. 60% aller Fälle, wo es zu Problemen kommen, bestehen darin, dass der Arbeitgeber teils subtil, teils weniger subtil Kandidatinnen und Kandidaten einschüchtert und sie wissen lässt, was sie zu erwarten hat, falls sie an ihrem Vorhaben festhalten. Heiko Gutenberg hat versucht, mit Kollegen einen Betriebsrat zu gründen. Vor einem Jahr bei der Rowa-Gruppe in Pinneberg. Hier werden unter anderem Kunststoffe hergestellt. Kurz vor der Betriebsratswahl wurden Angestellte eingeschüchtert. Es wurden Behauptungen aufgestellt, wie zum Beispiel, dass der Betriebsrat von den Angestellten bezahlt werden müsste. Dass, wenn wir einen Betriebsrat haben, dass dann Lohnkürzungen anstehen würden, um den Betriebsrat eben zu finanzieren. Heute ist Heiko Gutenberg in psychologischer Behandlung. Er hat dem Druck nicht standgehalten. Sein schlimmstes Erlebnis, aufgehetzte Kollegen greifen ihn an. Es standen mehrere Männer um mich rum, kreisförmig. Einer ist vorgetreten, schubst mich, schlägt mir ins Gesicht. So habe ich mir dann zwei Ohrfeigen sozusagen eingefangen. Danach war ich geschockt. Die Rowa-Gruppe teilt uns auf Anfrage mit, man habe zu keinem Zeitpunkt versucht, die Gründung des Betriebsrates unzulässig zu verhindern. Der Geschäftsführung sind derartige Vorfälle nicht bekannt. Ich habe das Gefühl, dass die Geschäftsleitung diesen ganzen Angriff mindestens billigend in Kauf genommen und toleriert hat. Der Fall bis heute nicht aufgeklärt. Die Rowa-Gruppe ohne Betriebsrat. Gut erinnern kann er sich an ihn, an Arne Höck. Der damalige Geschäftsführer der Rowa Group Holding. Und kurz nach dieser Betriebsratswahl ist er nicht mehr Geschäftsführer gewesen. Arne Höck, der Mann, der heute Neupack in Streik- und Gewerkschaftsfragen berät. Also offenbar einer mit Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie waren Geschäftsführer bei der Firma Rowa. Was ist dort vorgefallen im Zuge einer Betriebsratsgründung? Das kann ich nicht beantworten. Da sind weil Sie sagen, es ist etwas vorgefallen. Ja, da sind Mitarbeiter geschlagen worden, die einen Betriebsrat gründen wollten. Es gab dort körperliche Auseinandersetzungen. Und Sie waren zu der Zeit dort Geschäftsführer. Das begründet Ihren legendären Ruf bei der Gewerkschaft. Das ist eine reine Behauptung, die irgendwo aus dem Raum herauskommt, die ich im Übrigen das erste Mal in meinem Leben höre.